Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Ja, meine Stimme ist immer noch nicht hundertprozentig, aber ich habe unlängst ein Video gesehen und das wollte ich euch unbedingt zeigen, beziehungsweise wollte ich es mit euch zusammen testen. Und ihr wisst ja gerne, dass ich als Anfänger bei manchen Sachen das mit euch zusammen teste, um zu schauen, ob es wirklich für Anfänger auch geeignet ist. Wir benötigen eine Unterlage, welche ist egal. Ich habe jetzt die hier genommen, die lässt sich nämlich drehen. Ihr seht auch gleich warum. Dann brauchen wir Alkoholmarker. Habe ich jetzt in den drei Farben. In den dreien. Und in den drei. Wir benötigen einen, eher so eine Art Blasebalg. Der nennt sich hier Alkohol Ink Erblauer und ist von Ranger. Den habe ich mir auch schon mal gekauft gehabt, habe ihn aber noch nie ausprobiert, deswegen. Wie gesagt, ich möchte alles testen, was ich hier zu Hause habe, und dieses Video hat sich so ein bisschen angeboten. Dann benötigen wir. Ich habe noch kleine Rahmen ausgestanzt, die auf der Karte dann so ausschauen. Und Vellum. Und Vellum habe ich so zugeschnitten, dass es. Ich habe gerade eben schon mal das Video wieder beenden müssen, weil es etwas zu groß war. Ich sehe, das ist auch gerade wieder ein bisschen zu groß, aber wir kriegen das schon hin. Das sieht man ja auch nicht unbedingt, oder? Wir testen einfach. Und ich habe Wellen, wie gerade eben schon erwähnt, ausgeschnitten. Oh, da glitzert was. Eigentlich nur in Weiß. Sie hat Weißes genommen. Ich wollte es aber in so einer Art, ja, so ein ganz, ganz helles Grau-Grün, keine Ahnung. Ist aus den Vellum-Blöcken von Action. Genau. Wie gesagt, dieses Video ist nicht von, also die Idee ist nicht von mir. Und zwar ist die von der Heidi, the Yorkshire Terry. Nee, Moment. Heidi, the Yorkshire Crafter. Gerade eben habe ich es richtig ausgesprochen beim ersten Mal. Aber wie gesagt, mein Kopf ist so ein bisschen Matschebirne. Und ich muss mich ein bisschen ablenken. Genau, wie gesagt, wir benötigen ein Vellum. Also wenn das funktioniert, dann ist dieses Video auf jeden Fall für alle, die keine Alkohol-Inks kaufen möchten. Was ich noch vergessen habe, wir brauchen noch Isopropanol. Kriegt ihr in der Apotheke oder auch bei Amazon, bekommt man überall. Genau, wir fangen mal, würde ich sagen, mit den Grünen an. Und zwar, ich weiß gar nicht, mit welcher Farbe hat sie angefangen, mit hell oder dunkel, egal. Wir testen einfach mal. Wie gesagt, ich möchte es ja nicht nachmachen, sondern ich möchte es auf meine Art machen und deswegen. Also, sie hat erst hier so ein bisschen Farbe verteilt, hat dann ein bisschen Isopropanol drauf. Das, glaube ich, war schon zu viel. Und hat dann mit dem Blasebalg die Farben so ein bisschen. Ja, verteilt. Und das machen wir jetzt immer wieder mit verschiedenen Grünfarben, weil ich fand die Idee auf jeden Fall, wie gesagt, für alle, die keine Alkoholinks zu Hause haben oder es auch mal testen wollen, ob es überhaupt was ist diese Art natürlich super, weil man dann keine Alkoholinks kaufen muss, sondern seine Alkoholmarker benutzen kann. Immer nur ein kleines Tröpfchen. Machen wir nochmal das Dunkelgrün und dann nehmen wir mal ein anderes. Ich mache mal das Ding hier ab, das nervt mich nämlich. Bin ich im Bild? Ja. Einmal drehen. Nehmen wir, wie gesagt, mal ein anderes Grün. Ich dachte, wir bleiben jetzt mal in einem Grünton. Und immer so ein bisschen schräg, dass es nach außen geht. Ich werde mit euch jetzt die
die Aufleger machen, aber die Karten zeige ich euch wieder am Schluss. Ihr kennt es ja. So. Nehmen wir das ganz helle Grün. Das geht schon fast ins Neonfarbene. Bei ihr sah es ein bisschen besser aus, aber wie gesagt, vielleicht hat sie es auch schon öfter gemacht, das kann gut möglich sein. Ich nehme jetzt das gleich mal runter und dann können wir ja mal es auf das weiße Papier legen und schauen, wie es ausschaut. Ihr könnt auch die andere Seite nehmen, aber ich glaube, mit der Seite kriegt man hier mehr drauf. Ja, ich bin zu weit an den Rand gekommen, jetzt sehe ich es erst. Oh, mein Bauch wieder. Mal gucken. Ja, wir können es noch ein bisschen weiter auf die andere Seite. Aber wie gesagt, für den Anfang schaut es schon mal nicht schlecht aus. Falsche Seite. Dann schauen wir, dass wir jetzt nur in die zwei Richtungen, die hier und in die hier. Aber ich finde, die Idee fand ich halt wirklich genial, weil falls man auch ausprobieren möchte, ob das was für einen ist, ist die Idee natürlich super. So, wir schauen nochmal. Das sollte reichen. Und dann schauen wir mal, wie es auf der Karte ausschaut. Wow. Schaut richtig toll aus. Wie gesagt, ist nicht meine Idee, aber ich fand die Idee richtig toll, weil mir werden ja immer Videos angezeigt und da sind manchmal richtig tolle dabei. Das ist eins davon. So, wir nehmen das nächste. Die Unterlage ist halt schon ein bisschen versifft, deswegen sieht man jetzt auch nicht unbedingt, wo schon gemalt wurde und wo nicht. Wir fangen mal mit dem Rosa an. Ich hätte es so mittig. Na, es liegt ja fast mittig. Genau, dann weiß ich auch, wo die Mitte ist. Das ist schön, da wird gerade mein Gehirn ein bisschen benebelt. Also man kann es öfter so wegpusten in die verschiedenen Richtungen, dann wird es ein bisschen heller. Und wenn man weniger, dann wird es dunkler. So, jetzt haben wir einmal die Farbe. Dann nehmen wir das Hellblau. Die Kombi fand ich richtig cool, die hat sie auch benutzt und deswegen dachte ich, wir nehmen auch so die Kombination. Das ist so. Ah, das ist ein bisschen helles Blau. Das heißt, wir müssen da nicht so oft drüber gehen. Ja, das Blau kommt nicht so gut zur Geltung. Ich nehme mal ein etwas dunkleres.
man muss schnell arbeiten, weil das Isopropanol auf dem Vellum sehr gut einzieht. Genau. Jetzt nehmen wir noch ein Gelb. Huch. Ich wollte das Gelb wollte aber nicht zu mir. Deswegen habe ich jetzt nicht die Uhus genommen, sondern die, weil man, wie gesagt, in die Farbe reingeht und ja, fand ich jetzt nicht so. Da nimmt man am besten günstige. Ah, man kann es aber auch wieder anlösen, seht ihr das? Sehr gut. Wow. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet. Also ich fand die wirklich so genial, dass ich gesagt habe, ich muss euch die zeigen. Ein bisschen den Stift sauber machen. Ja. Man kann es auch nur laufen lassen. Seht ihr das? Schaut auch richtig toll aus. Also mir gefällt es richtig gut. Und dann noch einen kleinen Spruch drauf. Und fertig. Also sie hat es embossed. Ich werde es nicht embossen. Und weil ich blau so schön fand, werden wir jetzt auf jeden Fall ein blaues mit dem weißen machen. Und eins mit dem etwas dunkleren. Und mal schauen. Gesagt, vielleicht werden da noch mehr Folgen, vielleicht werde ich dann auch buntes Vellum mal nehmen, aber jetzt wollte ich das erstmal mit dem weißen hier getestet haben, vielleicht funktioniert es auch mit dem anderen. So, dann fangen wir mal mit dem dunklen an, machen mal ein bisschen mehr in die Mitte. Dunkelblau und dann nehmen wir die anderen zwei Farben. Wie gesagt, man kann ja alle Farben nehmen, die da irgendwie zusammenpassen. Ich würde aber das Blau gerne noch ein bisschen weiter an den Rand rausmachen. Halt. So. Sie hat halt von der Mitte aus gearbeitet, wie gesagt. Ich möchte es aber nicht so machen wie sie, sondern ich möchte ein bisschen abwandeln, weil man muss ja nicht immer alles eins zu eins in dem Sinne nachmachen oder auch machen, sondern man kann ja andere. Habe ich hier noch so ein hellblau. Ein Jadegrün. Sorry. Kein Blau, ein Jadegrün. Hä? Ah. Ich habe schon mal mit den Alkoholinks und mit einem mit einer Salatschleuder gearbeitet, wenn euch das interessiert. Also entweder ihr könnt nach dem Video suchen oder ich mache noch mal eins dazu. Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich finde die Idee finde ich richtig cool und da ist noch ein bisschen nass, da geht es noch ein bisschen. Machen wir noch mal ein bisschen. Wir könnten auch noch ein bisschen grün, weil das ja ein Jadegrün war. Auch noch ein bisschen grün in die Mitte machen. Mal schauen, wie sich das dann
ein dunkleres Grün nehmen sollen, aber ich fand das jetzt. Heidi, der Yorkshire Crafter, so hieß sie, genau. Hm, ein bisschen blau, dunkelblau. Aber dass es in der Mitte nicht so weiß ist. So, so gefällt mir das. Ja, richtig toll. Also wie gesagt, Alkoholmarker sind ja im Endeffekt auch Alkoholinks und von daher perfekt. Auf die Idee hätte man auch selber kommen können. So. Ich würde vielleicht die drei Farben noch nehmen, obwohl ich glaube, dass die nicht ganz miteinander. Ja, wir schauen einfach mal. Oder wir nehmen nur die dunklen. Wir nehmen mal nur die dunklen, weil das Papier auch ein bisschen dunkler ist. Aber man kann ja, wie gesagt, die immer wieder anlösen und dann kann man sie auch noch heller machen. Habt ihr das auch schon mal mit den Alkoholmarkern gemacht oder eher mit den Alkoholinks? Das würde mich auch noch interessieren. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich freue mich immer über Kommentare von euch. Ich glaube, mit dem Rosa in der Mitte schaut es gar nicht so schlecht aus. Hat. Die Mitte wäre aber hier, sehe ich gerade. Macht nichts. Kann sie noch mal. Dann trocknet es nämlich auch gleich, das ist auch nicht schlecht, aber ich würde vielleicht doch noch ein bisschen blau und vielleicht auch noch mal ein bisschen rosa, weil das ist nämlich lila. Das schaut nämlich auch richtig toll aus. Ich wollte nur jetzt nicht zu viel Stift drauf holen. Aber da muss noch mal rosa in die Mitte. Und dann muss ich noch ein paar Adventskalender. Ich brauche noch 4 Tee-Adventskalender. Die sind sehr gut angekommen, aber ich habe für manche noch keine hergerichtet. Und eine Bekannte von mir, die war letztens da, die hat gesagt, oh, das wäre eine tolle Idee für ihren 18-jährigen Sohn, der liebt Tee. Und ja, also mache ich jetzt nochmal 4 Stück. Boah, ich finde, das schaut so genial aus. So sieht man es gar nicht so, aber so mit dem Ding drunter finde ich richtig toll. Aber ich glaube, ich werde da noch ein bisschen blau. Das gefällt mir noch nicht so. Noch ein bisschen trocknen. Entschuldigung. Ich habe seit gestern Abend auch noch Schnupfen dazu gekriegt. Wir haben jetzt das ganze Repertoire, aber es ist Gott sei Dank kein Corona. Ich habe heute früh schon einen Test gemacht, weil bei uns ja im Haus auch ältere Leute wohnen und dann wäre ich natürlich mit Maske runtergegangen, aber so kann ich jetzt ohne schnell durchhuschen. Kriege ich das Rosa noch ein bisschen kräftiger hin?
Loch ein bisschen zu ist. So. Wow. Tun wieder mal die Karte drunter. Richtig cool. Schaut ein bisschen aus wie so eine Blume und unten die Blätter. Richtig toll. So, ich mache jetzt schnell die Karten fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, da bin ich wieder und fertig sind meine Karten. Ich habe einmal die gemacht. Da habe ich ein goldenes für dich drauf gemacht. Ich finde die, wie gesagt, richtig schön und ist mal was anderes. Also die Idee, wie ich gesehen habe, da habe ich mir gleich gedacht, für alle, die nicht mit Alkohol-Inks rumbrandieren möchten oder keine haben, super Idee. Und dann habe ich die hier. Da habe ich einen grünen Rahmen außenrum gemacht, deswegen hatte ich die Rahmen auch alle zugeschnitten. Dann habe ich sie in hellgrün gehalten, habe wieder meine Sprüche drauf gemacht, weil wie gesagt, ich fand, die haben da sehr gut drauf gepasst, weil es sind sehr edle Karten, finde ich, und machen auch was her. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche euch am besten gefällt. Ich hole euch mal ein bisschen höher. So. Ne? Wir spielen hier einfach ein bisschen Karten. So, jetzt seht ihr alle. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche euch am besten gefallen hat. Und auf diesem Wege wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt mir alle gesund. Bis dann. Servus.